Dort, wo es orange ist, geht es rund im Hirn. Das Online-Spiel oben erregt Marius genauso stark wie das Sexfoto. So wie wir aus der praktischen Arbeit sehen, gibt es einfach Betroffene, die wirklich sehr stark darunter leiden, unter der Abhängigkeit und vor allen Dingen den Folgen beruflicherseits, psychischerseits, auch Gesundheit, auf der Gesundheitsseite. Und wir haben einfach ein Manko an Behandlungsangeboten jetzt deutschlandweit, wo sich Computerspielsüchtige hinwenden können oder auch Internetsüchtige hinwenden können, die dort effektive Psychotherapiemaßnahmen bekommen sollten. Stopp! Nein! Natürlich denke ich, dass die Gefahr eines Rückfalls ständig da ist, jeden Tag da ist. So, Marius, komm, wir gehen jetzt renovieren. Aber es ist ja eine Sache der Selbstkontrolle. Und dadurch, dass mein Vater oder auch meine Familie mich da sehr, sehr, sehr unterstützt, ist das schon relativ gering, dass ich da wieder reinrutsche. Marius will nun seinen Schulabschluss nachholen. Im Sommer geht er auf das Abendkolleg. Und bis dahin wird auch hoffentlich sein neues Zimmer fertig. Also bei ihm hat es offensichtlich geklappt. Er ist von seiner Computerspielsucht befreit. Bei anderen ist es vielleicht nicht so. Und bei ganz wenigen, da haben Eltern die Befürchtung, dass die sogar ganz schlimm abgleiten und Gewalttäter oder so mal sogar Amokläufer werden. Was ist da dran? Können Computerspiele Amokläufe auslösen? Ja, das ist ja heute eine der ganz zentralen Fragen. Es geht ja darum, ob diese Spiele auf Linux kommen oder überhaupt verboten werden sollen. Ja, das wollte ich nämlich lieber gesagt haben. Und damit befasst sich zurzeit am Zentrum für interdisziplinäre Forschung ein ganzes Jahr lang eine Forschungsgruppe. Aus aller Welt kommen Menschen zusammen, um über solche Dinge zu reden, wie Gewalt entsteht und wie man sie kontrollieren kann. Und eins der Themen ist Amok. Und da hat man am Beispiel jetzt des Erfurter Amokläufers zum Beispiel überlegt, die Entstehungshintergründe für Amok sind nicht in solchen Spielen zu suchen. Die kommen aus ganz anderen Lebensumständen. Die gab es ja auch schon lange, bevor es überhaupt diese Möglichkeiten gab. Aber wenn dann eine solche Situation eintritt, wo jemand Amok läuft, dann könnten die Spiele doch dazu beitragen, für das, was abläuft. Man hat nämlich beobachtet, dass dieser Junge ganz auffällige Verhaltensmuster hatte, die in diesem Spiel erlernt worden waren. Also beim Durchlaufen des Gebäudes über die Waffe das Gebäude betrachtet hat und so weiter und jederzeit bereit, etwas zu unternehmen. Das heißt, die Entstehung von Amok nicht durch das Spiel, aber die Handlungsskripte, die jemand zur Verfügung stehen, wie man dann, wenn es schlimm wird, handeln kann, die sind durch das Spiel gekommen. Ich will es mal einfach sagen, wer noch nicht irgendwo erlernt hat, wie man eine Pistole in sich hat, bevor man schießt, der kann, wenn er dann eine in die Hand kriegt, auch nicht schießen. Das heißt aber doch, dass es gefährlich ist, noch mal ganz kurz. Auf dieser Seite ist das Gefahrenpotenzial. Man kann da Dinge einüben, die dann auch wie trainiert sind zum Reizreaktionsverhalten, die man sonst nicht hätte. Stimmt es denn auch, dass diese Spiele wie Counter-Strike beispielsweise, diese Ballerspiele, die Menschen aggressiver machen? Darüber wird geforscht, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Also man sagt ja auch, die Aggression baut man dabei ab. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass man dabei auch Aggressionen loswerden kann. Jeder von uns hat ja so ein gewisses Potenzial. Und die Beschäftigung mit etwas, wo der Körper ganz schnell auf was reagieren kann oder wo man auch mal wie früher meinetwegen am Punching Ball etwas los wird, die nimmt das dann an anderen Stellen weg. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wenn man früher sauer auf seinen Lehrer war, konnte man den Punching Ball so ein bisschen hauen und danach war das dann wieder weg. Also ich habe mit Schwämmen geschmissen. Bei mir war das noch ganz harmlos, aber natürlich auch nicht, während der Lehrer dabei war. Okay. Mit Schwämmen schmeißen ist eine Möglichkeit und sich gründlicher zu informieren über virtuelle Welten. Das ist vielleicht die andere Geschichte. Und dazu haben wir unsere Planetwissen Wissenstipps. Zuerst möchte ich Ihnen ein Sachbuch ans Herz legen. Virtuelle Welten werden real. Das ist herausgegeben und geschrieben von den Autoren des Online-Magazins Telepolis. Und die haben darüber geschrieben, wie virtuelle Welten mittlerweile in unsere reale Welt eindringen. Sie gehen der Frage nach, wie zum Beispiel Besitzverhältnisse bei virtuellen Gegenständen geregelt sind. Also wem gehört der neue Turnschuh in Second Life? Und sie fragen, wer haftet eigentlich bei Handlungen in virtuellen Räumen, also bei Online-Kriminalität? Das in diesem Buch. Dann ein Roman, genauer gesagt Band 4 einer ganzen Romanserie. Und schauen Sie mal, das ist Band 4. Der ist schon so dick,
Sie können sich vorstellen, Band 1, 2 und 3 sind ungefähr genauso dick. Ted Williams, Otherland. Ted Williams ist einer der Vordenker im Prinzip der virtuellen Welten. Ist einer der ersten Autoren, die sich so Gedanken gemacht haben über diese virtuellen Paralleluniversen. Und der hat hier wirklich eine sehr, sehr spannende Romanreihe vorgelegt. Ted Williams, Otherland. Einen Film habe ich für Sie, diesmal nicht die Matrix, aber einen Film, der sich mit einer ähnlichen Frage beschäftigt, nämlich ist die Welt um uns herum real oder ist die tatsächlich nur von einem Computerspiel vorgegaukelt, ist die virtuell? The 13th Floor von Roland Emmerich und auch hier geht es eben um die Frage der virtuellen Realität. Ein spannender Film. So, Spiele für den Computer, für die Spielekonsole gibt es eine ganze Menge. Wir können natürlich nicht alle zeigen und wollen das auch nicht. Wir haben uns mal sowas hier rausgepickt, die Sims 2 und die Siedler. Das ist so sicher das ungefährlichste Spielegenre, das man sich vorstellen kann. Das sind die sogenannten Aufbaustrategiespiele. Da geht es darum, fremde Welten selber zu erschaffen und am Leben zu erhalten. Möglichst lange und möglichst erfolgreich und möglichst gut. Und das hat sicher noch niemandem geschadet im Hinblick auf Gewalt, höchstens vielleicht im Hinblick auf, man verbringt zu viel Zeit vor dem Computer. Das Ganze können Sie nochmal nachlesen auf unserer Videotextseite 396 und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf unsere Internetseite planet-wissen.de. Dort finden Sie mehr Informationen über virtuelle Welten, zum Beispiel warum der Mensch überhaupt Lust hat, in solche künstlich geschaffenen Computerumgebungen einzudringen. Das alles also bei uns im Internet. Und natürlich regen Sie vor dem Computer nicht nur Ihre kleinen grauen Zellen an und werden womöglich sogar noch dick, sondern es gibt auch richtig sportliche Spiele, die Sie spielen können. Und möglicherweise kennen Sie die ja auch, diese Xbox hier oder so eine PlayStation, also ganz bekannte Modelle und durchaus sportliche Varianten, wenn man sich's eben wünscht. Genauso wie die V-Box, die wir hier aufgebaut haben und mit der wir gleich Baseball spielen werden. Seien Sie so nett, erklären Sie bitte schon mal vorab, wie funktioniert diese Box hier genau? Ja, was wir hier Box nennen, ist in Wirklichkeit ein hochspezialisierter Computer. Da ist viel Grafik und sowas drin und man, wenn man den anfasst, spürt man, wie der richtig vibriert, weil da auch eine DVD drin läuft. Und das braucht er auch, damit er dann so eine realistische Grafik berechnen kann und mehr noch Interaktivität zu erzeugen. Und das machen wir ja mit diesem Gerät. Ne? Mhm. Dieses Gerät sieht aus wie eine Fernbedienung, ist ja auch in irgendeiner Form eine Fernbedienung, ist so ein Infrarotauge dran, aber noch ein paar Sensoren mehr. Damit kann man dann sehen, wie sich hier was, jetzt ist gar nicht eingeschaltet, wie sich das bewegt. Sich das, bewegt. Ja? Das sehen wir nachher gleich, okay, wenn das Spiel mal läuft. Ja. Man hört auch Geräusche, so eine Art Feedback bekommt man, wenn man was macht. Und man kann feststellen, in welche Richtung damit geht. Dafür haben wir hier die zwei Sensoren, ein bisschen entwickelter und als beim normalen Fernseher. Ganz wichtig, das ist mein verlängerter Arm hier. Ja, genau. Wenn ich jetzt gleich gegen den Till antreten werde, der jetzt mal zu mir kommen wird, um mit mir ein Duell der darf spielen, ne? Baseball zu spielen. Ich kann Baseball weder im wirklichen Leben noch auf dieser Spielekonsole, habe ich nie gemacht, aber wir wollen es probieren. Okay. Wer also, ist Werfer? Ich werfe als erstes. Okay. Ich bin der Werfer und dann schauen wir mal, wie gut du treffen kannst. Oh Gott. Alli, hopp. Ach, oh. Zu früh, okay, sagt er. Nochmal. So, ich glaube, da kommt es auf die Schnelligkeit an, oder? Darum geht's. Ja, wir haben in diesem Gerät auch ein Beschleunigungsmesser. Aha. Der kriegt fest, wie schnell man das spielt. Ne? Und also, entsprechend doll fliegt der Ball. Da war jetzt schon ein bisschen mehr Power hinter. Ne? Mhm. Noch einmal versuchen. Ist aber getroffen. Toll. Ja, da sieht man die Brigitte. Ja, mit blonden Haaren. Ne? Wenn sie mal die Brille trägt. Oh, so, dann gibt's einen Wechsel. Mal schauen, wie gut ich das beherrsche. Seitenwechsel. Mhm. Ah, jetzt stehst du da. Gut. Pass mal auf. Und schade, das war knapp. Aber man kommt schon ganz schön ins Schwitzen, muss man wie sagen. Wie merkt denn also das Gerät jetzt, dass jemand eine Bewegung getroffen mit dieser Fernbedienung macht? Ja, über verschiedene Sensoren. Ne? Infrarot, aber auch über die Beschleunigung, die gemessen wird, weil da drin noch ein Spezialsensor ist, den die normale Fernbedienung nicht hat. Das ist spannend. Schade, das und ist es ist auch ein Riesengeschäft, diese ganzen Geschichten. Ich glaube, 2 Milliarden Umsatz im Jahr, so viel wie die Filmindustrie in Deutschland. Jetzt aber. Man glaubt das vielleicht nicht. Spieleindustrie ist eine Sache, mal Faktor. Viele kaufen das. Deshalb kann man auch so eine teure Technik da verwenden. Ne? Die verkaufte Anzahl macht den Preis. Ne? Als damals die Spielekonsole aufkam in den 90er Jahren,